Hallo und herzlich willkommen bei Isoware Live. Heute wieder mit unserem Zimmerermeister Christian Vögler. Hallo Christian. Hallo. Ja, die Sommerpause ist vorbei, Christian. Muss mal wieder dran, aber du guter Mann hast schon nach heute dann Urlaub, oder? Ja, so ist So ist es. es. Okay, Thema heute ist Fensterrahmenanschluss im Holzrahmenbau. Ich denke, für dich auch ein Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir machen es zwar eigentlich nicht selbst, wir sind ja für die Öffnungen da, wir machen Fenster im Dachbereich, aber in der Fassade eigentlich nicht. Dafür sind dann die Fachbetriebe da für den Fensterbau. Okay, Aber für also mich. du machst es grundsätzlich nicht und lässt dann praktisch immer den Schreiner kommen, wo dann speziell die Fenster einbaut. Genau. Ah, Aber okay. im Endeffekt ist es immer interessant, für mich jetzt sehr interessant, weil ich muss ja auch wissen, ob die richtig montiert sind. Also dazu muss ich auch sagen, ich habe so einen kleinen Kurs bei Schreinerei Heiko Schmidt. Vielen Dank, Heiko, noch einmal. Durchgemacht bei ihm. Er hat mir das gezeigt, wie das wirklich komplett rahlmäßig angeschlossen werden muss, dass es auch komplett dicht ist, weil ich war da auch nicht involviert. Ich musste mich auch erst schlau machen. Also wie gesagt, vielen Dank, Heiko. Okay, da gehen wir mal dazu. Ich habe zwei Fenster schon eingebaut, also zwei Varianten von der Verklebung her. Und würde ich sagen, fangen wir mit Variante 1 an, oder? Ja. Okay, gehen wir gerade mal darüber, Markus. Variante 1 ist ein sogenanntes Einputzband. Das sieht man rückseitig drauf, ist noch ein Liner, wo wir dann auf den Rahmen jetzt gleich aufkleben werden. Das zeigen wir gerade. Vorteil an dieser Geschichte ist, Christian, wenn das dann verklebt ist. Es trägt halt nichts auf und man kann halt einen guten Laibungsanschluss machen, wie man sieht. Schön die Platte. Ja. Anarbeite oder ein bisschen Abstand, dauerelastisch verfuge, man hat halt keine, ich sage es mal, Knuddelei. Ja, oder die, wie gesagt, eine Fuge lasse, was ja immer eigentlich besser ist im Holzrahmenbau, Ja, das wegen der ein bisschen Bewegung, ja. von der Bewegung her und dann entweder mit irgendwie einer Deckleiste arbeiten oder so, ne? Also ist Ja. eigentlich eine gute Sache, ne? Ja, ist auch mein Okay, Favorit. Favorit, werden wir dann gleich sehen, warum. Gehen wir zu Phase 2 über, würde ich mal sagen, Christian. Und da muss man sagen, da hast du auch trotzdem schon deine Erfahrung gemacht und ich meine auch gerade gestern. Also gibt es sogenannte Kombibänder. Variante 1 ist so ein breites, man sieht den Ist-Zustand, also dieses 7-8 mm, was das Band jetzt im Ist-Zustand ist. Und wenn es Genau. aufgeht, sieht es dann so aus. Wir schneiden es vielleicht mal auf, dass man mal sieht, Ja, wie lange gerade das mal dauert, kurz, oder? Christian, die eine Seite ist ja zum Kleben, das gerade mal zeigst. Das ist eigentlich wirklich so breit wie der Rahmen. Was man dann sagen muss, die Verklebung findet aber, finde ich, eigentlich nur hier auf dem Steg. Was der Christian schon sagte, es drückt sich zwar nach innen rein, aber ich bin doch nicht ganz glücklich mit dem Es ist Band. natürlich auch mit Montiere, also allein kann man eigentlich das Montieren vergessen, weil das geht so schnell auf, dass man das Fenster allein eigentlich gar nicht eingebaut bekommt. Also das kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, ich war gestern allein und beim Aufbringen. Also Rahmen halten, das aufkleben und dann geht das Band auf und dann schneidet es gerade mal Ja. wieder auf. Das zeigen wir wirklich gerade mal kurz, um euch zu zeigen, dass es wirklich nicht so easy einfach ist. Jetzt lassen wir das gerade mal so kurz liegen und ich hole es dann gleich. Dann sieht man gleich, dass das Band dementsprechend aufgegangen ist. Okay, das ist Variante 1 von diesen Tischbändern. Variante 2 ist so ein schmäleres. Das setzt man dort zwischen rein, wie ihr aber schon auch seht. Das passt nicht ganz. Also man muss doch etwas drücken oder dementsprechend Fensterrahmen bestellen, wo vielleicht den inneren Steg nicht besitzen. Ich weiß es nicht, Christian. Also Deswegen bin ich bevorzuge ich eigentlich die andere Variante. ja, das ist Die wirklich ist einfacher, etwas. weil hier muss man sich wirklich sputen und der Abstand, und das sagtest du mir ja schon, wenn du zum Beispiel eine Gaube einbaust, klärst du ab, wie groß müssen die Löcher sein oder so irgendwas? Ja, also ich kläre das mit dem Schreiner vorher ab und sage, was er für ein Rohbaumaß braucht, damit er sein gewählter Anschluss unterbekommt. Ja, Für also Kombiband braucht er ja ein bisschen mehr. Für das andere Band braucht er natürlich ein bisschen es weniger. ist eine ganz wichtige Sache. Und wie ihr hier jetzt schon seht, das Band gegenüber dem Ist-Zustand, wie weit es jetzt schon aufgegangen ist, innerhalb von einer Minute. Also das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, umso größer das Fenster hier wird, habe ich jetzt ein Fenster von 2 Meter Breite und also da Ja. kannst du Speedy Gonzales machen, also muss man sagen. Okay. Was wir noch zeigen, gerade am Fenster, ist von der Verklebung her. Markus, kommst du gerade mal da noch mit rüber, bitte. Also hier an diesem Rahmen haben wir jetzt dieses Tischband außen rum gesetzt. Danke.
Und Verklebung an den Rahmen habe ich mit unserem Pro-Tape getätigt. Pro-Tape, ein doppelseitiges Klebeband. Die links und rechts, die Liner nur zur Ersthaftung. Die Hauptverklebung findet hier mit dieser Raube statt. Das habe ich praktisch auf den Rahmen aufgeklebt, wo man aber gleich noch dazu kommen, wo ihr drauf achten müsst, und die Folie angedichtet. Nachteil an dieser Geschichte ist, Christian, gibt es gerade mal, oder zeigt die Variante noch, die Alternative ist noch das Multitape in die Ecke, aber man sieht bei beide, es trägt ziemlich weit auf den Fensterrahmen auf. Also von der Breite her, das zeigt der Christian jetzt gerade mit der... Die Gipskartonplatte nimmt, ja. Sieht also, man schon. Wie ihr seht. Also entweder müsste man weiter rein verkleiden. Also Doppelbeplanke dann. Ja, was aber auch schwierig wird. Ja. Irgendwann bist du ja im Fensterprofil drin. Und von daher ist es halt jetzt nicht ist so schwierig. Praktisch wie der andere Anschluss. Also da müsste man schon wirklich im Vornherein so weit denken. Es gibt ja mittlerweile Fensterrahmen, wo breiter sind. Also ja. Ich muss die dementsprechend bestellen. Und damit ich dann solche Dinge so antischen kann. Sollte der Rahmen breiter sein, ja. Weil ich glaube, bei der Rahmen wäre jetzt schon zu knapp. Also man muss im Endeffekt... Wie groß ist die Öffnung vom Fenster her? Mit was mache ich diese luftdichte Schicht, also diesen Rahlanschluss? Und ja, und entsprechend das sind schon den Fensterrahmen eventuell breiter machen, ne? Oder nicht. Genau. Ja. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal über, kleben wir mal dieses Band auf, damit ihr das seht. Dazu ganz wichtig, Markus muss gerade mal in Position noch gehen. Vom Aufkleben her. Zeigen wir jetzt gleich, wird der Liner gelöst und ich fange an, hier aufzukleben. So, beim Aufkleben, aber bitte, ganz, ganz wichtig, ob das jetzt hier am Fassadenfenster oder am Dachfenster und überhaupt auch bei der Kunststoffrohre, wir haben das schon so oft angesprochen, aber man sieht es immer wieder, Christian, der hat es mal jetzt auch gerade wieder bestätigt, dass er auf einer Baustelle war und der hat auch einfach auf das Fenster aufgeklebt, ohne auf den Untergrund zu achten. Das hält halt dann teilweise nicht. Ja. Hier ganz wichtig von der DIN-Norm, die ist vor 3 Jahren frisch aufgearbeitet worden, also vom 01.01.2011. So, Christian, lese gerade mal bitte den Satz unter 7.2.8 vor. Ja, also die Kunststoffoberfläche darf bei Klebeverbindungen keine Trennfilme aufweisen. Keine Trennfilme aufweisen, also das bedeutet, selbst hier kann ein gewisser Trennfilm auf diesem Kunststoff vorhanden sein und lese gerade mal wieder fertig. Ja, und gegebenenfalls sind diese mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen. Also das heißt wirklich in diesem Fall hier, ich muss Nitroverdünnung nehmen, die ist zwar etwas schärfer und setze dazu eine Brille auf, ich muss die wirklich eintauchen und dementsprechend den Rahmen mit säubern. Es ist einfach so und dann findet eine hundertprozentige Verklebung statt. Okay, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Beim Verkleben den Liner lösen und da bitte nicht in der Ecke anfangen, weil in der Ecke abdichte ist immer schlecht. Also ich setze das auf, verklebe und muss aber jetzt im Eckbereich ein Eselsohr legen. Und warum das Eselsohr? Das Eselsohr deswegen, ich zeige es gerade mal so, würde ich das jetzt direkt hier außen rum fassen, hätte ich nicht mehr den Platz, um die Ecke wirklich an den Rahmen anzuschließen. Lege ich jetzt ein sogenanntes Eselsohr. Da bin ich auch noch nicht so geübt drin. Christian, schaut mal genau auf die Finger. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich etwas mehr von der Ecke her, wo ich dann dementsprechend, wo ihr gleich sehen werdet, an den Rahmen anschließen kann. So, und jetzt verkleben wir einmal komplett außen herum. Langsam, Eselsohr. Und dazu, Christian, kannst du mir bloß beisteuern. Zu zweit ist einfach. Zu zweit ist auf jeden Fall besser. Es geht aber allein, aber zu zweit ist man da schon ein bisschen schneller, ne? Ah, stopp. Habt ihr das gesehen? Hier ist ein Aufkleber. Bitte nicht drüber kleben. Ich muss sagen, du schaust mal ganz schön auf die Finger, gell? Aber gut so. Das ist wirklich auch so eine Stelle. Der Aufkleber weg. Und ich kann diese Stelle wirklich... Das Eselsohr ist weggefallen. Jetzt muss man ja dazu sagen, stellt euch vor... Alles wird hier überwacht und. Also heißt es, ich habe auch selbst bei solchen Rahmen meine Arbeit dafür, oder Christian? Ja, also die Zeit braucht man einfach dafür, um es ordentlich anzuschließen, gut abzukleben. Die Zeit braucht man einfach. Also man muss sich im Endeffekt wirklich immer erkundigen, wie habe ich so einen Rahlanschluss
hundertprozentig zu tätigen, damit er auch später wirklich dicht ist und mir keiner an den Karren fahren kann. So schön, wie man das sagt. Im Endeffekt, der kostet halt auch Geld, weil, wie man sieht, es ist halt schon Arbeit, so ein Fenster vorzubereiten. Dass das vernünftig gemacht ist. So, hier besitzen wir jetzt noch eine schöne Überlappung. Wie ihr dann gleich seht, irgendwann ist einmal das Band zu Ende. Und das zeigen wir auch gleich, wie man das abdichtet. So, Christian, jetzt brauchen wir aber noch eine Öffnung dafür, oder? Ja, ich stelle es mal auf die Seite, oder? Ja, wir stellen es da hinten dran. Da hinten dran sind zwei Öffnungen. Dann zeig uns mal bitte, wie du die Folie einschneiden würdest. Gut, ich würde jetzt... Okay, oder, jetzt gehen wir mal zu mir rum, was du bestimmt auch noch kennst, das ist so aus der Anfangsseite, wird aber selbst heute noch getätigt. Man muss ja immer fühlen, wo ist die Öffnung. Ist im Endeffekt fast nichts anderes, was ich mache. Ich mache ein großes Kreuz, der Christian im Endeffekt ein kleines. Er hat schon weitergedacht, hat etwas Folie stehen lassen, aber im Endeffekt sind wir eigentlich beide verkehrt. Weil vom Einschnitt her, wenn wir einschneiden, verlieren wir ja praktisch, wenn wir das nach innen klappen, entsteht ein sogenanntes V. Und umso tiefer meine Leibung wird, umso größer wird das V. Also das heißt, ich muss an jeder Ecke immer wieder Klebe, ja. Das weißt du selber, ein ja, Stück Folie einsetzen. Klar. Ich muss dann wieder ein Stück Folie einsetzen und Klebeband einsetzen. Ja. Okay, beim sogenannten Haarschnitt, ich zeige den gerade mal hier noch, also denkt euch diesen Schnitt hier weg. Ich schneide mir nur komplett an der OSB entlang. Und einmal quer herüber. So, links, rechts. Und einmal Mitte. Jetzt mache ich das auch. Einmal. Das ist halt Vorteil vom Holzrahmenbau, muss ich sagen. OSB, man hat einen festen Gegenstand. Ja, man kann die Klinge dran führen. Ne? Genau. Ich kann ja hier mitschneiden. Ne? Natürlich. Das erwarte ich auch. Okay, hier haben wir eine Öffnung. Da muss ich auch immer sagen, von der Folie her, macht euch die Mühe und setzt euch die. Und schon kann ich schön arbeiten. Wirklich, ich werde immer ganz wuschig, wenn sie irgendwie die Folie auf dem Kopf liegen haben und schaffen dann unter der Folie. So habe ich freies Feld und kann ganz easy arbeiten. Ich den Fensterrahmen einsetzen. Okay, Christian, Keile bitte. Weil selbst bei uns im Studio muss der Rahmen richtig eingebaut werden. Die Keile dienen jetzt wirklich nur, damit ich, ja, sitzt schon im Wasser, wunderbar, ja, passt. So, ja. Gut. Okay. Die Luft außenrum haben wir geprüft. Jetzt muss ich sagen, gib mir gerade mal so eine Schraube, Christian, ist, also die gab es zu meiner Zeit leider noch nicht, ja, wo ich gelernt habe, weil normalerweise, wenn ich eine Schraube durch einen Rahmen ziehe, ziehe ich mir den ja mit herüber. Bei dieser Schraube nicht, Christian, oder? Nein, der passiert jetzt nicht. Warum? Aber eins muss man auf jeden Fall beachten. Der Rahmen, der Fensterrahmen muss vorgebohrt sein. Weil sonst würde es natürlich mitziehen. Ne? Ja. Okay, also wie gesagt, eine wunderbare Sache. Zeigen wir gleich. Der Rahmen ist auch vorgebohrt. Ups. Mal Abstand. Abstand ist, ja. Gut. Einmal. Also finde ich wirklich tolle Sache von der Schraube. Hinten habe ich mir praktisch nur eine Leiste aufgeschraubt, als Anschlag dient der, weil ich ja nicht weiß vom WDVS, wie viel da jetzt drauf kommt. Ja.
Okay. Keile können wir entfernen. Keile können wir entfernen. Haben wir auch keine Wärmebrücke, was auch oft ist, oder? Da werden Hölzer irgendwie unterlegt und die bleiben dann sitzen, weil ich bin kein Freund und bei dir weiß ich es auch, vom Ausschäumen. Eigentlich nicht. Nein. Eigentlich nicht, ja. Wir hatten ein Gespräch drüber, wie lange bist du jetzt Zimmerermeister, hast du deine Firma? 15 Jahre, ja. 15 Jahre, was hast du gesagt? Ein Karton Schaum je verarbeitet da in dieser Zeit? Wahrscheinlich, ja, so circa. mehr ja, glaube ich nicht. Ja. Es ist einfach so, man hat... Aber wir bauen ja auch keine Fassadefenster ein, ja. Muss ich dazu sagen. Okay, ja, klar. Und daher, wie gesagt, also laut System von dieser Firma her, also wenn irgendwas sein sollte, erkundigt euch bei eurem Baustofffachhändler. Die haben da kompetente Leute, beraten euch und sagen euch, was ihr genau zu nehmen habt. So, Christian, jetzt lesen wir mal bitte vor. Das ist wirklich also ganz, ganz klein gedruckt. Und der Christian erzählt da jetzt auch, also in diesem Weisen, weil ich habe meine Brille vergessen. Ich muss jetzt wirklich. So weit ist es schon, ne? Das brauche ich jetzt schon jemand zum Vorlesen. Ja. Entspricht der NF sowie dem Stand der Technik in Klammer RAL. Ja, also das ist der sogenannte RAL-Einschluss. Stand der Technik bedeutet dieses und ist dafür zugelassen. Ja, auch also, einen zugelassenen Schaum. Ja, ja, genau. Okay. Da muss man jetzt sagen, haben wir relativ wenig Luft. Und das ist das, wo ich eigentlich immer sage, vom Schaum her. Hier sehe ich, hier habe ich etwas Luft und ich lasse jetzt den Schaum da reinlaufen. Und ihr seht, ich kann das zwar dosieren, aber doch relativ schlecht. So, das heißt aber, ich muss eigentlich sofort dieses Fenster, ja. Genau, Christian sagt schon, sofort hier etwas andichten. Warum, Christian? Na gut, das sieht man eigentlich ganz gut hier. Da seht ihr schon, da habe ich schon fast zu viel Schaum. Hat der Peter schon mal vorbereitet. Gehen wir gerade mal rüber. Oder Christian, erklär du es, ich tue in der Weile. Ja, wie man sieht, guckt hier der Schaum drüber und jetzt muss ich natürlich wieder hingehen und muss den komplett hier rausmachen. Ja, warum muss ich den rausmachen? Weil natürlich... Ich hole es gerade mal. Weil es natürlich, wenn ich das hier rüberklebe würde, sieht man ja, kriege ich die Platte nicht richtig dran. Also das heißt, ich müsste das alles wieder abschneiden. Dabei wieder aufpassen, dass ich das Band nicht zerstöre. Also kann ich es eigentlich nur so hier irgendwie mit dem Finger rauspulen. Und die Arbeit, die kann ich mal sparen, wenn ich halt beim Schäumen gleich, so wie es der Peter jetzt vormacht, das Band gleich sauber hinten reindrücke. So, jetzt nach oben. Und da muss ich, wie gesagt, also das habe ich bei der anderen Fenster festgestellt, was ich jetzt schon gesetzt habe. Da muss man wirklich ganz, ganz fein dosieren. Sonst passiert man so wie hier. Markus, geh gerade mal her. Und ich habe wirklich etwas zu viel Schaum schon drin. Und schon drückt der mir nach vorne raus. Weil ich muss eigentlich diese Kante hier vorne, muss ich, nimm's gerade mal wieder die Ferse, ja. Hier habe ich nämlich besser vorbereitet. Man legt es an und drückt den Schaum nach hinten weg. Und wenn ich das jetzt nach vorne ziehe, seht ihr, habe ich noch eine saubere Kante. Und dieses muss ich mit unserem Xtra, Mario Xtra Fit, verkleben. Also, hebt gerade nochmal bitte, ich muss das nochmal richtig vorbereiten. Nehmen und den Schaum nach hinten wegdrücken. Zeig's gerade nochmal nach vorne. Ihr seht, wirklich flach gedrückt. Und das ist das, was der Christian eben zeigte. Und dann eine Raupe auflegen. Ja, die Raupe muss die irgendwie gewisse Stärke haben. Ach, Christian, wie immer, 6 bis 8 Millimeter, das weißt du ja. Ja. Aber diesmal muss die Raupe nicht so stehen bleiben, die dürfte flach drücken. Also das muss es keine Raupe sein? Nee, es muss keine Raupe sein, aus meinem Munde. Ich weiß, ich sage immer, und die muss im Endzustand so betragen, hier in diesem Fall dürfte die leicht andrücken. Hier auch nochmal. Ja, leicht andrücken, rollt man die an oder darf man sie anrollen oder muss sie mehr handwarm eigentlich? Also ich muss sagen, in der Beschreibung sagten die jetzt, ihr könnt die anrollern, aber ich sage immer, das ist genauso, was ist nass, was ist feucht. Also da genauso, was ist, der eine drückt mehr, der andere drückt weniger. Also ich habe jetzt festgestellt, von der Hand andrücken her ist es das Einfachste. Okay. Hier bei der Überlappung auch bitte nicht vergessen,
Ich habe zwei Stücke Folie übereinander. Ich muss die verschließen. Also selbst die beiden Stücke. Okay, warte. Ja, er legt schon nach hinten an. Also das ist auch, muss man sagen, eine Filigranarbeit. Da darf nicht gehuddelt werden. Man muss sich die Zeit dafür nehmen. Es soll ja ein Leben lang sein. Hier, um nochmal schön zu zeigen, dieses Eselsohr, da bitte auch nicht vergessen, macht noch ein wenig Masse hinein. Wenn ich diese nämlich jetzt hier, seht ihr, so andrücke, lasst lieber etwas Masse nach außen treten, aber da weiß ich, ich habe hundertprozentig dieses Eselsohr auch mit verklebt. Also da muss ich sagen, früher, als ich war ja auch dann, gewisse Fenster hast du mal eingesetzt, warte, unten muss ich noch, und da war das einfacher. Ja. Da wurde nicht viel geklebt, da wurde nur geschäumt. Ja, da war alles noch etwas offener, aber man soll ja heutzutage Energie einsparen und deswegen zeigen wir, wie das hundertprozentig funktioniert. Das heißt einfach so handwarm anpressen. Genau. Ne? Das heißt ja immer, alles was zu viel ist, kommt heraus. Ne? Aber da weiß man auch wirklich, dass die Verklebung hundertprozentig stattfindet. Eine Frage kommt da rein. So, jetzt der wohl nicht lesen kann. Ne? Also wozu braucht man denn jetzt noch den Türen, kann der nicht einfach mit Klebeband verkleben? Ich sage nur das, weil mit Klebeband kann ich nicht auf Vlies verkleben. Christian, gibst du mir gerade nochmal das Einputzband bitte. Wie bei unserer Duplex. Duplex ist ja rückseitig ein Vlies aufgesetzt. Und das heißt, wenn Vlies auf Vlies bekommt, kann ich das mit dem Klebeband, weil dieser Kleber, was dort auf dem Klebeband vorhanden ist, funktioniert nicht. Er würde nur das Vlies verkleben. Also das heißt, ich könnte das Klebeband von diesem Vlies wieder herunterreißen, weil nur die Härsche da dran von diesem Vlies an dem Kleber halten. Das wäre ja eine Dicht wahrscheinlich. Genau. Und deswegen muss ich die Dichtmasse nehmen, weil die sich komplett durch das Vlies, durch die Härchen auf den Träger, unten drinnen ist ja eine Folie, dort sich mit der Folie verbindet. Dafür, wie gesagt, muss die Dichtmasse genommen werden oder ein spezieller Kleber dafür, aber kein Klebeband. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Okay, so Christian. Was wir jetzt hier haben, ist eine Ecke, wo uns ein bisschen Folie fehlt, oder? Ja, da brauchen wir mit Sicherheit noch ein Stück Folie. Dazu auch haben wir auch schon vorbereitet. Ein kleiner Tipp. Ja. Und also wie ihr seht, ich habe immer verschiedene Breite. Ich habe mir eine ganze Rolle genommen und habe mir einfach Stücke heruntergeschnitten für all mögliche Anwendungen. Ja, in diesem Fall etwas schmäler. Praktisch kann man auf der Bandsäge gerade eine Rolle runterschneiden, kann sich halt so ein schönes Format machen und man kann es halt von der Rolle runterarbeiten. Ja. Und muss jetzt nicht eine ganze Foliebahn längs auftrennen. Das ich muss so nicht halt irgendwo in den Schmutz legen, ja, und fange dann an, Streifen runter zu sägen oder so. Ne? Ich nehme sie praktisch aus der Hand, wie wir jetzt gut zeigen können. Schneid herunter. Gerade mal hier ab. Na. Danke. Er hat den Tacker schon in der Hand. Da sage ich auch, setzt euch, warte mal kurz, gleich die Folie, damit ich mir sie innen gar nicht mehr schneiden brauche. Okay. Und das ist halt der Vorteil von Holz. Setzt mal 3-4 Tacker und das war's. Kann schon verkleben. Ganz wichtig ist aber jetzt noch innerhalb. Halt es gerade mal, Christian. Ja.
muss ich mir auch nochmal jetzt aufs Vlies natürlich eine Raube setzen, damit ich eine Verklebung von Folie auf Vlies besitze. Also ich muss sagen, da haben wir die auch schon mitgedacht, weil das ist jetzt von der Verklebung her ein System, wo mir gefällt, muss ich sagen. Ist zwar etwas aufwendig, aber mit dieser Verklebung kann man sich beruhigt ins Bett legen und schlafen und sagen, diese Sache ist dicht. Okay, Christian, jetzt setze ich gerade wieder noch den einen Streifen. Ja, einmal ein Stück Klebeband brauchen wir, weil wir ja das hier auch wieder dicht bekommen müssen. Ne? Unterhalb brauchen wir das natürlich nicht. Das wieder die Frage. Kann ich das Klebeband auch reißen, ne? Oder muss ich das schneiden? Vom Klebeband, also unser Extra Tape, ist der Vorteil, das können wir reißen. Ich zeige es nochmal kurz, gerissen. Seht ihr, ein Schnitt wie mit dem Cuttermesser oder Schere getan. Mhm. Vorteil ist, durch den Liner ist so eine Art wie ein Jeansstoff und da kann man dann wirklich das Klebeband reißen, wo normal immer Isover sagt, schneidet, wir empfehlen, schneidet die andere Klebebänder, überdehnen sie nicht. Aber bei diesem Band könnt ihr dementsprechend auch reißen. Okay. Und natürlich, wenn man es ganz genau nehmen will, DIN 4108. Man sollte sie noch anrollen. Also sagt der Christian, der ist auch schon so geimpft von mir. Ist aber leider so, seit 3 Jahren steht es in der DIN mit darin. Besitze ich einen festen Untergrund, sind Klebebänder mit einem gummierten Roller anzurollen. Ich hab's auch erst von dir gelernt. Ja. Okay, Christian, wir machen noch weiter. Du glaubst schon nicht, also die 2 Fenster wären noch verklebt. Noch kein Feierabend. Und dann darfst du in deinen wohlverdienten Urlaub gehen. Vielen Dank, dass du uns wieder bei uns warst. War sehr gerne. Bestimmt nicht das letzte Mal. In 14 Tagen, nächstes Thema ist dann Installationsebene. Ja, da hast du schon genug erlebt, oder? Ja, da ist sehr, sehr vieles, was man beachten muss, aber vor allem was die Dichtigkeit angeht. Ja. Der Anschluss der Installationsteile, auch viele, viele Dinge, ne? Also die mich auch brennend interessieren, wie ihr das löst. Okay, von daher dann, also wie gesagt, 14 Tage Installationsebene. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns 14 Tagen. Dankeschön. Danke.